Hallo und herzlich willkommen, liebe Judo-Freunde, zu einer neuen Runde Borderlands 2. Auf vielfachen Abonnentenwunsch zeige ich euch heute, wo man die Herald herbekommt. Das ist eine Handfeuerwaffe, das ist eine von den stärksten Handfeuerwaffen, wo es im Spiel gibt. Besonders die Mal 2 Version. Die zeige ich euch kurz. Es gibt verschiedene Varianten von der Herald. Da unten seht ihr zum Beispiel so ein kleines, Bajonett unten dran quasi. Die haben verschiedenen Zoom quasi, 2,2 Waffenzoom. Die Waffe hat 5,3 Waffenzoom und die da oben hat gar kein Waffenzoom. Also es gibt unterschiedliche Varianten von der Herald. Ich zeige euch heute, wo man die herbekommt. Bei welchem Typ quasi, der die droppt oder die einfache Variante. Und meiner Meinung nach ist die hier, die stärkste Waffe von den Heralds quasi. Die hat 600.000 mal 2. Klar, die da unten ist ein bisschen besser mit 685.000. Aber halt nicht mal 2, gell? Das haut's natürlich schon ein bisschen eher raus, sage ich jetzt mal. So, die einfachste Variante, wie man die Herald bekommt, ist, wenn man an so einen Talk-Automaten geht. Die sind ganz neu dazugekommen bei DLCs. Da gucken wir jetzt mal kurz hin. Ich denke mal, wir gehen... ich bin sehr gut vorbereitet. Wo gehen wir denn hin? Da unten sind keine DLCs mehr. Muss ich weiter oben gucken. In die Bar, da will ich. Jetzt ist nur die Frage, wo ist sie? Da, Badass. Crater Bar, spricht man das so aus? Ist ja scheißegal eigentlich. Ich zeige euch kurz den Automaten, wo man die durch Zufall, sag ich mal, kaufen kann. Nur durch Zufall, ganz klar. Die Automaten stehen eigentlich fast überall so ein bisschen verteilt. Müsst ihr halt ein bisschen suchen. Die eingefleischte Borderlands-Spieler wissen genau, wo das ist. Oh. das ist jetzt richtig geiler Zufall. Hier wäre jetzt zum Beispiel eine Herald. Leck mich am Arsch. Und das bei der Aufnahme. Scheiß die Wand an. Also das... ich kann es irgendwie nicht glauben. Also das ist echt geil. Also das... Leck mich am Arsch. Das ist echt geil. Also das wäre jetzt eine Herald zum Beispiel, wo man kaufen kann. Für 613... 613 Dollar, das sind so komische Währung, wo man bei den DLC-Bossen bekommt. Das ist jetzt echt geil. Also da könnte man sie jetzt zum Beispiel kaufen, natürlich jetzt nur die 270er Variante. Ich habe die Ü8, also die Übermacht 8 Varianten gezeigt vorher mit 600.000. Aber das wäre jetzt die einfachste Lösung, das zu bekommen. Also das ist schon geil. Soll man das kaufen? Kann man das kaufen, oder? Ne, ich kann gar nichts mehr kaufen, mein Rucksack ist voll. Aber das ist jetzt echt geil. Also das wäre die einfachste Variante, das zu bekommen. Und die Farm-Variante zeige ich euch jetzt kurz, bei wem man das bekommt. Also das ist jetzt echt geil gewesen. Das ist echt geil. Ich muss mal kurz die Map suchen, wo der Typ zu finden ist. Das ist der Tree Horns Divide. Da gehen wir jetzt hin. Das ist echt Zufall gewesen. Leck mich am Arsch, ich werde nicht drüber fertig. Und das bei der Aufnahme, das ist schon geil. Und wenn jetzt der Typ noch eine Herald droppt, das wäre natürlich mega fett, aber das ist... Ach, den Typ müsste man schätzungsweise so grob 30 bis 50 Mal killen, dass der eine ordentliche Herald droppt. So, jetzt sind wir hier bei Tree Horse Divide. Kennt jeder wahrscheinlich. Und jetzt gehen wir mal hier in so einen Buggy rein. Voll geleckt hier gerade. Ja, das ist die PS3-Variante. Die leckt halt noch ein bisschen. Die PS4-Variante, das ist natürlich geil. Da ist natürlich gar nichts mehr. Die, wie heißt sie denn? Die Handsome Collection. Obala. Da leckt natürlich gar nichts mehr. Und da sind die Ladezeiten viel kürzer und alles schöner und alles schicker, ganz klar. Ihr fährt am besten so wie ich. Ein bisschen schicker vielleicht, ganz klar. Und dann geht er da rein. Also erstmal aussteigen. Ich denke mal, ich zeig's kurz auf der Karte, wo das zu finden ist.
Da sind wir quasi eingestiegen, sage ich jetzt mal. Da ist ja hinzu. Und dann kann man da rumfahren. Oder sind wir daher gekommen? Nee, wir sind daher gekommen. Mein Gott, wir sind daher gekommen, hier um den Berg gefahren. Und dann haben wir hier einen Scheißdreck zusammengefahren und dann darunter. Also relativ einfach eigentlich. Von da hinten sind wir gekommen. Das kennt jeder. Eigentlich. So. Und da hinten, der Typ heißt Savage Lee. Der kommt da aus so einer Höhle raus. Und der droppt die Herald. Wie gesagt, da springt er schon rum. Savage Lee. Der greift die Bullymonster an. Mal gucken. Kriegt er ein Magic Missile in den Arsch. Und jetzt. Ja, komm, nochmal eine Magic Missile drauf. Also der droppt die Herald. Die mal zwei auch. Haha, das war er. Jetzt die Bullymonks hier noch ausschalten. Früher hat's Terramorphos ist gedroppt, aber die Dropwale war richtig schlecht. Jetzt mal gucken. Normalerweise lässt er sie nicht fallen. Das wäre echt Zufall. Den muss man quasi. War er das? Ich glaube, das war er. Also den Savage Lee heißt der Typ. Den müsste man mindestens, da verschwindet er, 30 bis 50 Mal killen, dass man überhaupt eine Herald bekommt. Und dass es gerade die mal zwei Variante ist, das ist natürlich auch echt Zufall. Und ja, jetzt hat er sie nicht gedroppt. Dann geht er einfach auf Beenden. Speichern, beenden quasi. Das machen wir jetzt nur kurz einmal. Das ist jeder weiß von euch. Aber das mit dem Automat, das war echt geil. Schreibt's mal unten in die Kommentare rein, wenn ihr gerne gerade wie sowas jetzt hier, so Waffenguides sehen möchtet. Weil Glitches oder sowas gibt es eigentlich so gut wie gar keine mehr. Klar, ein paar sind noch aktiv. Die funktionieren noch. Und ja, das Einzige, was mir jetzt eigentlich in Borderlands nur einfällt, wären Waffenguides. Wird mir persönlich, glaube auch gefallen, euch zu zeigen, wo man die Waffen herbekommt. Bei wem vor allem? Es gibt immer verschiedene Varianten, wo die Waffen getroppt werden. Ganz unterschiedlich. Und das, was ihr jetzt gerade macht, das müsst ihr natürlich die ganze Zeit machen. So lang, bis es die Herald gibt und droppt. Komm, geh rein da jetzt. Ech. So und Teleport. So. Ihr fährt quasi dahin, tötet den Typ, speichern, beenden, wieder rein, Typ töten, speichern, beenden, wieder rein, Typ töten und das so lange, bis es halt die Herald gibt. So, jetzt sind wir hier wieder. Jetzt legt man noch einmal um. Einmal kurz um die Ecke bringen und dann denke ich mal, ist für alle klar. Dann sind wir auch schon bei gute 10 Minuten hier. Da ist er, die Sau. Komm, Slecky Slecky. Meine Magic Missile machen sehr gute Arbeit. Da springt er, die Sau. Da kommt er. Kommt er, da kommt er, da kommt er. Und das war er, da fällt er um. Was war das? Scheiß Kaktus. Guck, diesmal hat er gar nichts getroppt. Also sehr unterschiedlich, der Typ. Und wie gesagt, also so 30 bis 50 Mal mindestens, bis es was Ordentliches gibt. Aber wie gesagt, die Automaten wären natürlich die schnellere Variante. Scheiß Bullymon, komm. Hopp. Verrecke, Teufelsvogel. Bäh. So. Jetzt haben wir's. Genug rumgespielt hier. Ja, fresst euch zusammen. Ja, fresst euch. Hauen die sich gegenseitig? Normal nicht, oder? Auch nicht schlecht. Schnell weg hier. Also gut.
Jetzt wisst ihr, wo die Herald herbekommt. Beim Savage Lee. Hier auf der Map. Und wenn ihr gern mehr Waffenguides sehen möchtet, schreibt es mal unten in die Kommentare rein, was ihr gern sehen möchtet, welche Waffe. Und dann, ja, mache ich mir einen Kopf drüber und haut dementsprechend die Videos raus. Also gut, liebe YouTube-Freunde, vielen Dank fürs Einschalten. Endlich mal wieder Borderlands 2. Yippie. Wird mal wieder Zeit, oder? Schreibt's unten in die Kommentare rein, Menschenskinder. Also gut, vielen Dank fürs Einschalten zum dritten oder vierten Mal inzwischen. Und ja, haut rein, schönen Abend noch oder einen schönen Mittag, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Bis denne, ciao, ciao, euer King Lion 83.